Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen Informationsvideo rund um GTA Online. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich erst einmal zu bitten, ein fettes Like fürs Video dazulassen. Denn heute gibt es wirklich Good News, Leute. Denn heute kam das Fahrzeug in GTA Online. Wenn ich sage das Fahrzeug, meine ich natürlich den Vapid Slam Truck. Ja Leute, dieses Auto ist endlich verfügbar auf South San Andreas für 1,31 Millionen GTA Dollars. Also ein Schnäppchen, ne? Auf jeden Fall, Leute, wollen wir natürlich jetzt auch mal schauen, welche Tuning-Teile dieses Fahrzeug hat. Und wenn wir jetzt in alles Krasses mal reinfahren mit dem Fahrzeug, werden wir natürlich schon direkt feststellen, ja, Tuning-Teile, so viele hat er jetzt eigentlich gar nicht. Aber das ist auch egal, Leute, denn optisch ist er trotzdem jetzt schon ein richtiger Hingucker. Denn so eine Art Fahrzeug hatten wir bisher nicht in GTA Online. Beziehungsweise keine vergleichbaren, die wir auch in der Garage hinstellen können. Aber nun gut, die größte Frage aller Fragen ist es natürlich, was können wir mit dem Fahrzeug machen? Also das Erste natürlich, das Besondere, was wir in diesem Fahrzeug ist, es ist ein Nutzfahrzeug. Es ist wirklich aus der Klasse Nutzfahrzeuge, wo wir eigentlich nicht wirklich viele Fahrzeuge besitzen, die wir in der Garage besitzen können. Deswegen ist das auch schon so ein bisschen besonders. Aber Leute, die Frage ist ja eher natürlich, können wir damit jetzt wirklich Fahrzeuge abschleppen? Und die Antwort ist natürlich ganz klar, nein. Ja Leute, ich muss euch hier leider enttäuschen. Ich meine, ihr könnt zwar hier, wie ihr es auch gerade im Hintergrund seht, Fahrzeuge versuchen abzuschleppen, aber ihr könnt jetzt nicht rechte Pfeiltaste drücken und irgendwie einen Haken ans Auto dran zu machen oder sonst irgendwie was, ne? Selbst wenn ihr ein Fahrzeug hochfahrt und jetzt drauf parkt, ihr seht es auch, ich rutsche einfach wieder runter und ja Leute, also das ist, bin ich persönlich sehr traurig, muss ehrlich sagen, Leute. Denn ich habe mich eigentlich richtig gefreut, damit einfach so Freunde zu trollen, weißt du, deren Autos zu klauen und sowas, weißt du, aber nee, nichts da. Also das Höchste, was man mit einem Auto machen kann, man kann es wahrscheinlich als Rampe benutzen, aber ich meine, es gibt ja eine Rampe. Also zusammenfassend kann man sagen, Leute, das Auto optisch einwandfrei, Tuning-Teile eher weniger, aber man kann es in die Garage stellen, aufschauen, es ist ein Nutzfahrzeug, aber das größte Manko ist und bleibt natürlich, man kann keine Autos abschleppen, beziehungsweise keine Freunde trollen oder sonst irgendwas, ne? Es hat einfach wirklich null Funktion, es ist einfach nur da, um in eure Garage zu verstauben. Aber gut, Leute, ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Fahrzeug hält, denn ich würde es euch tatsächlich eher weniger raten, es zu kaufen für 1,3 Millionen GTA Dollars, denn für 1,3 Millionen kriegt ihr deutlich bessere Fahrzeuge. Aber Leute, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, würde ich mich übelst, wenn ihr den fetten Daumen nach oben geben könntet. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.